Wie ihr eben schon bei uns auf den ersten Bildern gesehen habt, haben wir dieses Jahr wahnsinnig viele Tomaten. Warum auch immer, so viele hatten wir schon ewig nicht mehr. Und jetzt müssen wir die natürlich auch irgendwie verarbeiten. Wir wollen die ja nicht vergammeln lassen. Wir essen natürlich ganz viele von den richtig schönen, knackigen Tomaten. Kann man ja nicht genug essen. Aber wir haben jetzt hier so einen Eimer voll. Und da habe ich mir gedacht, wir machen da einfach mal Tomatensoße von. Aber nur Tomatensoße ohne irgendwelche Gewürze oder was auch immer. Das soll bei mir immer schnell gehen, effektiv sein, funktionieren. Also wir müssen jetzt erstmal unsere Tomaten waschen und dann schneide ich die erstmal klein. Jetzt habe ich die erstmal alle abgewaschen. Jetzt sieht man erstmal nochmal, was das für ein Berg ist. Und jetzt werden die alle klein geschnitten. Jetzt wird hier natürlich immer dieser Strunk rausgeschnitten. Und wir haben jetzt hier irgendwie total verschiedene Tomaten. Fragt mich, warum wir so viele verschiedene Sorten haben. Wir haben eigentlich selber gezogen aus den Tomaten, die wir im letzten Jahr hatten. Und dann waren das eigentlich diese normalen Tomaten. Wir haben aber jetzt ganz kleine Tomaten dabei. Also richtig diese kleinen Snacktomaten. Wir haben jetzt Schokoladentomaten dabei. Wir haben Fleischtomaten dabei. Fragt mich, wie das zustande kommt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob wir irgendwo vielleicht doch noch Samen hatten von anderen, die wir da jetzt mit reingemischt haben. Na bestimmt. So, ich muss das jetzt hier alles nur so grob klein schneiden erstmal. Dann kommt das in meinen Mixtopf vom Mambo. Der hat hier Messer drin. Der zerschreddert mir das dann nachher alles. Also mache ich jetzt erstmal so viel rein, dass ich denke, gut, das reicht jetzt da in dem Topf. Und mache mir natürlich auch gleich von den Tomaten, die ich gut finde, Samen ab. Dafür habe ich jetzt hier so ein Küchentuch liegen. Und da kommt dann gleich der Samen rein von Tomaten, wo ich sage, gut, die sind toll. Und der Samen, das sind dann ja immer diese Dinger hier. Und das kommt dann hier einfach mal, zack, genau, drauf. Das muss ich bloß drauf schreiben noch. Steht da oben schon. Ja, aber welche Tomaten? Das sind ja jetzt hier keine Fleischtomaten. Ach so. Das sind jetzt hier normale. Aha. Normale. So, und beim Aufschneiden sieht man dann natürlich, ob das jetzt hier eine Fleischtomate ist oder nicht. Das hier sind jetzt hier irgendwie normale. Aber auch wieder eine andere Form als diese runden. Das hier sind so irgendwie Eiertomaten. Keine Ahnung. Die sehen, die sind ja alle irgendwie anders aus. Und keiner weiß, woher die sind. Keiner weiß, woher die sind. Wir haben. Und wir haben auch so kleine. Das kann jetzt natürlich eine kleine Tomate von der gleichen Sorte sein. Aber wir haben hier auch, wo habe ich jetzt die Fleischtomaten? Die habe ich hier irgendwo hingebuddelt. Nee. Da hinten, da hier ganz hinten. Hier hinten, das hier müsste eigentlich, wenn ich richtig liege, eine Fleischtomate sein. Nee. Nee? Das ist nur eine große Tomate. Die ist halt nur relativ groß. Aber von der nehmen wir auch Kerne, wenn wir sie schon mal aufschneiden. Ja, sicher. Und dass wir davon große, vielleicht nächstes Jahr auch wieder große Tomaten haben. Vielleicht noch größer. Noch größer. So, das sind die Fleisch. Aber das können auch Fleischtomaten sein. Ich schneide es erstmal klein. So, das muss ich jetzt hier mit allen erstmal machen. Aber ich mache das nach und nach. Ich mache das jetzt hier den ganzen Tag über. Fleischtomate sein. Den ganzen Tag über, dass ich immer mal einen Bottich hier voll mache, dann wieder schreddern lasse, kochen lasse und so den weiter. Den Samen rausnehmen. Ja. Wir brauchen ja immer keine 100 Stück. Naja, aber ein paar mehr, ja. Ein paar mehr. So. Jetzt schneide ich erstmal alle. Machen wir alles fertig. Mein Mixtopf ist dann jetzt so weit voll, dass ich denke, das reicht erstmal. Ich lasse das jetzt erstmal schreddern, dann sehen wir weiter, ob da noch was reinpasst. Deckel drauf. Und wie gesagt, ich mache das jetzt hier alles im Mambo. Und natürlich Deckel drauf, damit das nicht rausspritzt. So weiter ohne Internet. Wir wollen ja einfach nur das erstmal schreddern und kochen. Brauche ich gar keine Waage, ist eigentlich egal. Ich würde jetzt erstmal nur schreddern. Stufe 5 für ja, erstmal 10 Sekunden und dann gucken wir mal weiter. Ach. Warte, ja. Nee, das ist noch nichts. Ja, was passiert? Nee. 10 Sekunden ist zu wenig. 10 Sekunden ist zu wenig. Also nochmal.
Holt vorne der Klient. Stufe 6. Machen wir mal eine Minute oder zwei. Eine Minute Stufe 6 hat jetzt gereicht. Ich habe einfach mal reingeguckt zwischendurch, weil mir das jetzt doch ein bisschen lange war. Jetzt fülle ich das in meinen Kochtopf um. Also man kann mit Bedentöpfen kochen, aber der hier rührt unten schön am Boden lang, dass mir da nichts anbrennen kann. Also fülle ich das jetzt einfach mal um und dann sehe ich, ob ich noch mehr reinmachen kann und das geht. Ich kann jetzt erstmal noch mal was schreddern. Zeig uns mal, was da drin ist. So, das ist jetzt gerade die Hälfte, genau. Jetzt werde ich das nämlich noch ein paar machen und dann erst anfangen zu kochen. Also weiter. Jetzt ist mein Topf voll. Jetzt setze ich den Rührtopf hier ein, mache den Deckel drauf und lasse 30 Minuten kochen. Mehr nicht? Meine Freundin meinte 30 Minuten, macht sie das immer. Manche lassen das eine Stunde kochen. Nein, das ist zu lange. Das ist mir zu lange, finde ich auch. Ich lasse das jetzt Geschwindigkeit 2 rühren. Und dann lassen wir das 30 Minuten. Das 30 Minuten ist eigentlich das ausreichend. Ein bisschen einköchelt. Genau. Bei, ja, müssen das jetzt 100 Grad sein? Oder? Naja, das kocht das ja nicht. 100 Grad, ja. Bei 100 Grad fängt erst an zu kochen. Na gut, also höchstens. 100 Grad, 30 Minuten und jetzt lasse ich das laufen. Jetzt lasse ich aber auch hier oben den Deckel auf, damit die Feuchtigkeit raus kann, also das Wasser, was da so drin ist, damit es ein bisschen einkocht, ein bisschen sämiger wird. Und in der Zeit bereite ich mir jetzt schon mal meine ersten Gläser vor. So, jetzt sind 30 Minuten um. Meine Tomatensoße ist fertig. Jetzt wird es einfach in Gläser gefüllt. Ich nehme immer kleine Gläser. Wir sind ja nun mal bloß 2 Personen. Mache die relativ gut voll. Dann kommt der Deckel drauf. Und dann haben wir unsere Tomatensoße für den Winter. So, wir haben jetzt da noch ein paar Kerne drin. Das stört uns aber nicht. Wir können das ja, wenn wir es benutzen wollen, nochmal fein pürieren oder was auch immer. Wir können jetzt da draus Tomatensuppe machen, unsere Bolognese-Soße oder andere Tomatensoßen. Wir können jetzt das für alles nehmen, weil ich keine weiteren Gewürze oder Kräuter oder sonst was dran habe. Das kann man dann nutzen, wenn man kochen will. Das ist jetzt wie die passierten Tomaten oder sowas, was man kauft in diesen Tetra-Packs. Wir haben jetzt unsere Soßen. Erstmal, wir haben die Tomaten verarbeitet, dass sie uns nicht vergammeln. Wir haben Vorrat für den Winter. Besser geht's gar nicht. Und ich mache jetzt die restlichen Tomaten noch weiter. Das ist jetzt hier die erste Fuhre, die wir haben. 6 so eine Gläschen ist schon eine gute Ausbeute. Ja. Jetzt kriege ich nochmal 6, denke ich mal, von der zweiten Fuhre. Und dann, wir können ja weiterhin ernten. Dann werden wir vielleicht nochmal welche dörren. Mal gucken, was wir noch machen damit. Wir haben ja auch noch die Schokoladen. Ach, die Schokoladentomaten haben wir ja auch noch. Da wollte ich auch nochmal Tomatensoße mitmachen. Werden wir sehen. Also bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das ist jetzt eine ganz einfache Tomatensoße und ganz einfach und schnell eingekocht. Ja. Man braucht das jetzt nicht mehr einkochen. Also der Deckel, das ist jetzt wie beim Marmeladekochen. Der Deckel macht das jetzt zu und dann ist das fertig. Reicht so. Perfekt.